Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Städtischen Bibliotheken Dresden. Mein Name ist Udi Vassas und ich bin verantwortlich für das Kulturmanagement der Städtischen Bibliotheken. Ohne die Coronavirus-Krise und all die Schutzmaßnahmen, die wir haben ergreifen müssen, wäre am 17. März Ingol Schulze hier gewesen und hätte seinen neuen, viel besprochenen und für Dresden besonders relevanten Roman Die rechtschaffenen Mörder hier im ausverkauften Saal der Zentralbibliothek im Kulturpalast vorgestellt. Hätte, hätte, hätte. Die erste gute Nachricht, die ich hiermit verkünden darf, lautet: Wir verlassen den Konjunktiv und schauen in die Zukunft. Denn diese Lesung wollen wir nachholen, so alles gut geht, am 5. Juni um 19.30 Uhr, genau hier in diesem Haus. Die zweite gute Nachricht lautet: Bleiben Sie dran, denn jetzt haben Sie die Gelegenheit, im Vorfeld zu dieser Lesung einem Gespräch beizuwohnen zwischen Ingo Schulze und Michael Ernst. Ein Gespräch, das Ihnen hoffentlich Lust macht auf mehr, Lust auf mehr Videos, die wir unter dem Hashtag Weiterlesen zwischen April und Juni für Sie produzieren wollen, mit Autorinnen und Autoren aus Dresden, mit Verlegerinnen, mit Buchhändlerinnen, die ihre Bücher vorstellen wollen, ihr Frühjahrsprogramm oder ihre Lieblingsbücher. Bleiben Sie dran, hören, sehen und vor allem lesen Sie weiter. Viel Spaß! Guten Tag von Dresden nach Berlin, Ingo Schulze. Wir schauen quasi aus der Zentralbibliothek in die Werkstatt des Autors, in die Wohnung von Ingo Schulze, dort, wo die rechtschaffenen Mörder entstanden sind. Ich möchte gerne wissen eingangs, was ist das für eine Situation? Die Welt steht still, Lesereisen finden nicht statt, Lesungen finden nicht statt, die Leipziger Buchmesse ist ausgefallen, der Autor sitzt zu Hause. Wie geht er damit um? Das ist eine eigenartige Situation. Am Anfang, muss ich gestehen, habe ich erst gedacht, naja, ist gar nicht so schlecht, ein paar Tage Ruhe zu haben. Das war alles ziemlich viel Ende Februar, die erste Märzhälfte. Aber jetzt denkt man dann schon, wo wärst du heute gewesen, wo hättest du gelesen? Und das ist ja nicht nur eine Frage des Verdienstes und auch der verkauften Bücher, sondern auch man lernt ja sein Buch über das Publikum, über die Leserinnen und Leser kennen, und dann hat man es endlich fertig und möchte es sozusagen auch erproben. Wir versuchen natürlich eine Form der medialen Erprobung auf diesem Weg zu betreiben, aber es ersetzt ja keine echte Lesung. Ich habe mehrfach jetzt in letzter Zeit mit Buchhändlern gesprochen hier vor Ort. In Sachsen sind die Buchläden ja zu, im Gegensatz zu euch in Berlin. Da dürfen die Lebensmittelläden, Buchhandlungen noch offen sein. Mir hat ein befreundeter Buchhändler gesagt, es ist natürlich jetzt schwierig, aber es könnte auch die Chance sein, die große Chance für den kleinen Buchhandel, der ja erreichbar ist per Telefon, per Internet und wo man dort eben bestellen kann, auch dieses Buch bestellen kann. Ist es vielleicht auch eine Chance für den Schriftsteller, dass er sagt, jetzt habe ich eine unerwartete Ruhe und kann schreiben? Naja, so richtig nach Schreiben ist mir noch nicht wieder. Jetzt möchte man es schon irgendwie noch mit dem neuen Buch unterwegs sein, aber ich genieße es durchaus, mit der Familie zusammen zu sein. Das hat man ja eigentlich sonst fest nur an den Weihnachtsfeiertagen, dass man also drei Mahlzeiten zusammen nimmt oder eben am Sonntag vielleicht. Und ich muss sagen, also ich will gar nicht klagen. Ich habe keine oder wir haben keine existenziellen Sorgen. Insofern sollte man da den Mund halten. Es ist ja bei vielen im Moment so, dass es ein Klagen auf hohem Niveau ist. Die Leute, die es wirklich betrifft, die versuchen wir jetzt, wenn wir das können, zu unterhalten, mit diesem Buch, auf dieses Buch hinzuweisen. Denn viele Leute haben jetzt Zeit zu lesen und können dieses Buch, wie gesagt, bestellen und werden auch im Laufe unseres Gesprächs einen kleinen Ausschnitt gelesen bekommen. Kommen wir zum Buch, Ingo Schulze, Die rechtschaffenden Mörder. Gibt es das überhaupt, einen oder mehrere rechtschaffene Mörder? Das ist natürlich ein Widerspruch in sich, kann man sagen. Dieses Wort rechtschaffen wird im Buch dreimal erwähnt, aber erst auf den letzten drei Seiten. Und da kommt es von einer Figur, Juzo Podgorzelnyak, einer Figur aus Sarajevo, die habe ich mir aus einem Roman von Cevat Karahasan ausgeborgt. Und er hat
verfügt natürlich noch über ganz andere Erfahrungen, als das jemand aus unserer Generation hat oder jemand, der den Krieg nicht unmittelbar miterlebt hat. Und er fühlt sich da schon nicht so ganz sicher in dieser sächsischen Schweiz, offenbar, auch wenn er da bleiben will. Und ich will jetzt nicht selbst eine Interpretation dieses Titels geben und worauf sich das beziehen kann, aber das hat man ja sehr oft, dass die hoch angesehenen Leute durchaus auch noch ein paar dunkle Seiten haben, und das geht durch alle Schichten der Gesellschaft. Ich habe mir erlaubt, ohne dass ich ein Buch in einer sogenannten Schublade tun möchte, zum Roman Peter Holz zu sagen, das ist der lang erwartete und dann vielen anderen Büchern vergebene Titel, sogenannte Wenderoman. Was ist dieses Buch, Die Rechtschaffenen Mörder? Ist es ein Dresden-Roman oder ist es mehr ein Buchmensch-Roman? Naja, es kann ja hoffentlich vieles sein. Das ist ja kein Ausschluss. Es ist ein Buch, das in Dresden spielt oder auch in der sächsischen Landschaft. Und es ist vielleicht auch ein Buch über Buchmenschen, über die Veränderung der gesellschaftlichen Bedeutung des Buches, wenn man es mal so abstrakt sagen will, in den letzten 50, 60 Jahren. Wie hat sich das so verändert, der Umgang mit dem Buch, die Wichtigkeit des Papierbuches? Und das ist aber, glaube ich, auch ein Buch über das Erzählen. Wie erzähle ich eine Geschichte? Geschichten sind ja immer etwas Konstruiertes. Und mir war es wichtig, etwas zu erzählen, dass das gern gelesen wird, wo man reinsteigt, wo man dann aber schon irgendwann merkt, bin ich hier vielleicht jemandem auf den Leim gegangen. Also mir war eigentlich immer bisher in allen Büchern wichtig zu sagen, lest das, aber ich will nicht überwältigen. Also die Leserinnen und Leser sollen doch ihre eigene Freiheit haben, da auch wieder rauszugucken und zu sagen, weil der hat mir hier eigentlich was erzählt, und kann man das vielleicht sogar noch anders erzählen, oder gibt es da noch einen anderen einen Blickwinkel darauf? Und das ist, könnte man sagen, auch Thema dieses Buches, das Erzählen an sich. Wenn ich für mich als Leser sprechen darf, ich fühlte mich in keiner Weise überwältigt, aber ich fühlte mich an mehreren Stellen überrascht. Du wirst ahnen, an welchen Stellen das ist. Zuerst einmal aber sind wir als Leser in eine vergangene Zeit eingetaucht. Und da möchte ich mal einen Satz zitieren. Es geht um Norbert Paulini. Das ist ein Mensch aus Dresden, der als kleines Kind sozusagen auf Büchern gebettet war. Also nicht der Heiland auf Stroh, sondern der vielleicht Heilsbringer, der als Säugling wirklich auf Büchern lag und dadurch natürlich zum Buchmenschen geworden ist. Und der wird hier in einem Teil gleich zu Anfang so vorgestellt, Norbert Paulini, er hatte sich für das intensivste und angenehmste Leben entschieden, das einem Menschen möglich war, für das Leben eines Lesers. Inge Schulze, ist das das angenehmste Leben eines Menschen? Also für mich ist Lesen mit das Allerschönste, das es gibt. Und ich weiß nicht, was ich für ein Mensch wäre, wenn ich nicht lesen würde, oder was das für eine Gesellschaft wäre, was das für eine Familie wäre, wenn wir nicht lesen würden. Andererseits ist es, glaube ich, auch sehr schwierig, jetzt die Wirkung des Lesens, die Wirkung von Büchern zu beschreiben. Als Leser weiß ich, dass Bücher eine enorme Wirkung haben, dass sie natürlich auch zu den Lebensmitteln zählen. Aber das lässt sich nie immer so ganz genau beschreiben, weil ich jetzt das gelesen habe, jetzt denke ich irgendwie anders. Aber es, glaube ich, differenziert in einem die Dinge. Es schiebt sie von da nach da. Man bekommt, glaube ich, Verunsicherungen, Bestärkungen. Und Lesen hat für mich auch sehr viel damit zu tun, dass man mit Erfahrungen nicht allein bleibt. An der Stelle würde ich jetzt gerne in Klammern mal die Frage einfügen. Wir kommen dann gleich wieder auf Norbert Paulini zurück. Für Ingo Schulze persönlich, was ist da das Schönste, das Lesen oder das Schreiben? Für mich, muss ich gestehen, gehört das zusammen. Natürlich ist Lesen jetzt erstmal die leichtere Variante. Aber es gibt doch dann Phasen, wo man fast, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben und ist es auch, aber von der Tendenz her, wo man dann eigentlich zum Leser des eigenen Textes wird, wo man dann selbst wissen will, wie das jetzt weitergeht. Für mich ist der Anfang immer relativ schwierig. Wenn man dann aber mal reingekommen ist, und wenn es, je mehr es gibt, desto einfacher wird es für mich.
desto mehr Freude und Spaß macht es eigentlich auch. Aber wenn ich nicht lesen würde, würde ich nicht schreiben und wahrscheinlich würde ich auch anders lesen, wenn ich nicht schreibe. Aber mitunter muss ich auch sagen, ich beneide die, die nicht schreiben, weil die vielleicht einen sehr viel unmittelbareren Zugang zum Lesen haben. Ich denke dann, ohne dass ich das will, aber wenn mir etwas gefällt, dann denkt man natürlich sofort, könntest du das nicht auch sowas versuchen oder wie könntest du das gebrauchen? Also es hat immer so ein bisschen auch was Kannibalistisches. Dankeschön, Klammer zu. Zurück zu Norbert Paulini. Wie gesagt, auf Büchern gebettet wächst er auf, in Dresden-Blasewitz, in der Brucknerstraße, in einer ja, heimeligen Welt, irgendwie im alten, nicht mehr existenten Dresden vor der Wende. Er wird dann zum Buchhändler, zum Antiquar und im Grunde genommen nicht sein bester Kunde selbst, sondern sein intensivster Leser. Was ist das für eine Figur? Ist es nicht doch auch ein kleines Stückchen märchenhaft, dieser Norbert Paulini, der da entstanden ist? Ich habe den ja vorher nicht fertig am Reißbrett, der entsteht schon so. Und dass es ein bisschen was Verschrobenes bekommen würde, das hat sich dann schon abgezeichnet. Der liegt ja auch so ein bisschen an dem Tonfall, der da ist. Der ist ja legendenhaft, am Anfang sehr märchenhaft, wird bewusste Übertreibung. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern auch die Konstruktion dieser Geschichte irgendwie dann im zweiten Teil mitzuliefern. Aber er ist jemand, der am Tag der Eröffnung seines Antiquariates eigentlich beinahe bestürzt ist, dass ihm die Bücher weggekauft werden, weil er sie eigentlich behalten will. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob es eher ein Antiquar gegeben hat, dem es so ergangen ist. Aber das ist natürlich ein Widerspruch erstmal in sich. Für ihn ist dieser Antiquariatsberuf oder diese Gründung oder Wiedereröffnung des Antiquariats seiner Mutter eine Möglichkeit, sich mit Büchern zu umgeben, in dieser Welt zu leben, zu lesen und damit irgendwie auch noch sein Geld zu verdienen. Allerdings hat er eben doch so gute Bücher im Angebot, dass er dann relativ schnell kahl gekauft wird. Er wird aber, und da machen wir einen großen Sprung jetzt nach vorne durch das Buch, er wird durch das Lesen, durch den Umgang mit Literatur und Büchern nicht automatisch zum besseren Menschen. Ist das auch so eine Art Dekonstruktion des Denkmals vom vermeintlichen Leseland? Naja, das ist ja immer das Merkwürdige, dass es da keinen unmittelbaren Zusammenhang gibt, weil jemand ein guter Leser ist und irgendwie viel Bücher liest, dass sie oder er deshalb auch jemand ist, der menschenfreundlich ist, der etwas Selbstloses für die Gesellschaft tut oder wie auch immer. Ich meine, die Kriterien, wie man jemanden bestimmt, das ist immer sehr vage und wird auch sehr verschieden beurteilt, aber natürlich ist das Lesen kein, also jetzt auch das Lesen von Belletristik oder was auch immer, ist ja keine Gewähr dafür, dass man ein verantwortungsvoller Mensch wird oder einer, der besonders vielleicht belastbar ist oder selbstlos oder so. Also das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Dennoch glaube ich, braucht jeder Mensch Geschichten, also in einer Art von Literatur, die kann ganz verschieden sein, aber durch diese Geschichten erklären wir uns ja eigentlich oder versuchen wir uns unser Dasein zu erklären. Das lässt sich eben wissenschaftlich schon, also man muss das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber eine Erfüllung gibt es meiner Ansicht nach nicht unbedingt durch die wissenschaftliche Bestimmung der menschlichen Existenz, sondern durch eine Erzählung, warum bin ich auf dieser Welt, warum bin ich sterblich? Das sind ja letztlich diese Fragen, die dann dahinter stehen. Und da, glaube ich, braucht man Literatur. Aber es gibt natürlich solche und solche Geschichten. Auch die Geschichten stehen miteinander im Kampf, in der Konkurrenz, so wie eben das Bild von Vergangenheit ganz wichtig ist für unser Heute. Wie entscheiden wir heute? Und da gibt es natürlich auch ein Kampf um die Deutung der Vergangenheit. Das ist, kann man ja also wirklich jetzt in der Tagespolitik mitunter sehen, wie wichtig sowas ist. Inge Schulz, jetzt haben wir ganz viel gehört von Geschichten, vom Erzählen. Ich würde vorschlagen, jetzt steigen wir mal ein in die Geschichte und hören einen Ausschnitt aus Die rechtschaffenden Mörder.
Ich würde aus dem ersten Teil den Auszug aus einem Kapitel lesen, in dem Norbert Paulini zu einer Antiquarin in die Lehre geht, zu Hildegard Kossakowski. Der Handlungszeit ist die erste Hälfte der 70er Jahre in Dresden. Hildegard Kossakowski bestand auf einer Probezeit. Sie kannte sich aus mit Sonderlingen. Im Grunde verdiente jeder Besucher ihres Antiquariats diese Charakterisierung. Aber selbst einige Wochen nachdem Norbert Paulini seine Arbeit bei ihr aufgenommen hatte, wusste sie sich noch keinen Reim auf ihn zu machen. Er führte sich viel weniger sonderbar auf, als sie es erwartet hatte, dass sie misstrauisch stimmte. Norbert Paulini hatte ohne zu zögern den graublauen Titel, den sie stets für ihre Gehilfen bereithielt, akzeptiert, obwohl er um die Schultern etwas spannte und trug ihn von morgens bis abends. Er war ein Muster an Pünktlichkeit, drückte sich vor keiner Arbeit, er ergriff ungefragt zum Besen oder Schneeschieber, war wissbegierig und hatte keine Scheu, Fragen zu stellen. Bücher, die sie ihm empfahl, brachte er, wenn nicht am folgenden Tag, so spätestens am nächsten Montag gelesen zurück, ohne mit seinem Urteil hinterm Berg zu halten. Dabei konnte er Vergleiche ziehen, vor allem zur französischen und russischen Literatur, die sie mitunter in Erstaunen setzten. Umso fassungsloser war sie angesichts seiner völligen Unkenntnis in bildender Kunst und Musik. Sie verordnete ihm Besuche im Kupferstichkabinett, führte ihn zu Ausstellungseröffnungen der Galerie Kühl und des Leonardi-Museums. An den Sonntagnachmittagen trafen sie sich in den Alten Meistern. Dass sie jeweils zwei Anrechte sowohl für die Konzerte der Staatskapelle wie auch der Philharmonie besaß, lud sie ihn ein, sich gemeinsam mit ihr diesen Wonnestunden, wie sie es nannte, zu widmen. Er möge den Anzug und die guten Schuhe gleich mit auf Arbeit bringen. Von hier aus könne man gemütlich in einer halben Stunde zum Kulturpalast schlendern. Ein Wort, das nur sie benutzte. Norbert Paulini gestand, weder über Anzug noch besonderes Schuhwerk zu verfügen. Daraufhin legte Hildegard Kossakowski ein Maßband um seinen Hals, fragte nach seiner Schuhgröße und betrachtete ihn eingehend vom Scheitel bis zur Sohle. Dann verließ sie das Geschäft, um bei ihren Freundinnen vorstellig zu werden. Sie gebrauchte die Wendung, es muss nichts Besonderes sein, als könnte sie damit den Eifer kaschieren, der ihre Wangen erfrischte. Norbert Paulini wurde in diesen Stunden eine ganz neue Erfahrung zuteil. Wie angenehm, ja erhebend war es, jeden der Besucher allein zu empfangen und mit einem Sie wünschen ein wenig aufzuschließen, wie Hildegard Kossakowski ihre Begrüßung nannte. Und Norbert Paulini trat jedem so freundlich wie möglich entgegen, obwohl ihn nie das Gefühl verließ, sie stünden einander zum Duell gegenüber. Den Konzertabend mit Hildegard Kossakowski konnte er dagegen nicht genießen. Als sie während der Pause auf- und abflanierten, war er unzufrieden und aufgewühlt, weil es ihm nicht gelang, das im Programmheft beschriebene auf das Gehörte anzuwenden. Er haderte mit sich. Zudem missfiel es ihm, dass sie die Einführung des Konzertes verpasst hatten. Seinetwegen erwarb Hildegard Kossakowski einen Stereoplattenspieler fürs Geschäft und brachte wohldosiert ausgewählte Platten von zu Hause mit. Hieß ihn, eine Sinfonie von Beethoven oder Brahms oder Bruckner unter Sanderling mehrmals hören und schockierte Norbert Paulini mit derselben Sinfonie, nur unter Abendrot, Masur oder Kowitschny. Hildegard Kossakowski führte ihn in Wohnungen und Häuser ein, in denen Werke hingen, die in der Öffentlichkeit nicht zu finden waren. Hier begegnete er einem Kunsthistoriker, der noch Otto Dix und Oskar Kokoschka gekannt hatte, Sammler, die sich an Felix Müller oder Nolde erinnerten. Wenn meine Mutter nicht gestorben wäre, dachte Norbert Paulini bei fast jedem Besuch, wäre auch ich hier zu Hause, hätte auch ich hier schon immer am Tisch gesessen. Der Archäologe Scheffel bot dem Arbeiterjungen, wie er Norbert Paulini nannte, Führungen durch die Skulpturensammlung an. Mehrmals war er drauf und dran gewesen, Peter Scheffel zu fragen, ob er ihn nicht, da er doch selbst keine Kinder habe, adoptieren wolle, am besten rückwirkend, so als ließe sich dadurch auch die Zeit zurückdrehen. Als sein Vater ihn fragte, was er sich zum Geburtstag wünsche, erlegte Norbert Paulini ihm auf, seinem Sohn endlich eine Jahreskarte der staatlichen Kunstsammlung zu kaufen. Schnell aber war ein Jahr herum und bald darauf schon ein zweites. Norbert Paulini verehrte Hildegard Kossakowski und diese konnte ihm keine größere Anerkennung zuteil werden lassen, als ihm das Geschäft für die Zeit ihres dreiwöchigen Sommerurlaubs auf Hiddensee zu übergeben.
so frei und stark, wie er sich allein in den beiden bis an die Decke mit Büchern umstandenen Räumen fühlte, war er nie zuvor gewesen. Die Beethoven-Sinfonien und nicht nur diese klangen in diesen Tagen lauter und aufwühlender denn je. Und er wagte es, Empfehlungen auszusprechen, was er im Beisein von Hildegard Kosakowski vermieden hatte. Die verfrühte Rückkehr seiner Chefin schmerzte ihn. Das Einzige, was ihm nicht behagte, war die Akquisition. Der Ankauf von Büchern, insbesondere dann, wenn sich ein Besuch bei Kunden als unausweichlich erwies. Für Hildegard Kosakowski waren das Festtage. Norbert Paulini hingegen misstraute Menschen, die ihre Bücher verkaufen wollten. So wäre es zur Zufriedenheit aller weitergegangen, hätte sein Vater ihm nicht an einem Sonntagnachmittag eröffnet, dass Norberts verschwundener Großvater verstorben sei und ihm, seinem Enkel, um die 30.000 Mark vermacht habe. Während der nachmittäglichen Teepause einige Tage später schob Hildegard Kosakowski ihre rechte Hand etappenweise bis zur Mitte des Tisches, wo die linke von Norbert Paulini einen Halbkreis um die Teetasse andeutete. So in sich gekehrt, wortkarg und finster, kannte sie ihren Gehilfen nicht. Sie hob den Kopf und stellte die unausweichliche Frage, ob er ihr nicht offenbaren wolle, was seine Seele bedrücke. »Ich mache mich selbstständig«, erwiderte er. Noch Jahre später behauptete Hildegard Kosakowski, der sofortige Replik, die brutale Entschiedenheit des Tonfalls und die Kälte seines Blickes hätten sie in diesem Moment in einen von langer Hand geplanten Anschlag auf ihr Leben glauben lassen. Unfähig sei sie gewesen, sich zu rühren oder gar zu antworten. In einer Falle gefangen, lag weiter ihr Unterarm auf dem Tisch, ihre und seine Hand trennte kaum ein Zentimeter. Norbert Paulini sah auf Hildegard Kosakowskis Scheitel, der ihn unbegreiflicher Weise rührte. Er hielt es selbst nicht für möglich und doch wiederholten sich die Selbstanklagen und Vorwürfe, die er bereits von Marion Vorpal kannte und die ihn versteinern ließen. Selbst das Schild, das am nächsten Morgen in der Glastür hing, glich jenem in der Regimentsbuchhandlung auf Stock. Er jedoch fühlte sich wie Eugène de Rastignac, als er bei der Beerdigung von Vater Goriot vom Friedhof auf Paris herabblickt und leise zu sich sagt, und jetzt zu uns beiden. Dankeschön. Damit sind wir jetzt ganz tief eingetaucht in die 70er Jahre, ins Kulturleben, in die Kulturstadt Dresden, die ja auch die Geburtsstadt von Ingo Schulze ist. Und er hat schon gesagt, es ist der erste Teil dieses Buches. Es besteht insgesamt aus drei Teilen. Ich möchte noch einen Satz hinzufügen aus dem zweiten Teil dann schon. Da wird geschrieben, ich hatte diesem Dresdner ein Denkmal setzen wollen, den Westlern zeigen, wo wahre Bildung lebte und nebenbei auch meine Herkunft adeln. Dieses Ich ist nicht Ingo Schulze, das ist ein Schriftsteller namens Schulze mit TZ. Warum diese Kunstfigur? Ja, das brauchte man eine lange Erklärung. Es ist halt beim Schreiben dieses ersten Teils merklich, ich muss irgendwie wissen, wer das erzählt. Es war schon klar, dass das jetzt nicht meine Erzählung ist, sondern dass da ein Erzähler erzählt. Und den wollte ich möglichst genau bestimmen und habe ihn dann doch sehr an meine eigene Welt herangerückt und habe ihn halt dann auch mit der zumindest klanglichen Namensgleichheit, also fast noch näher herangezogen, weil ich dachte, nee, es geht auch immer darum, die eigene Position auch der Kritik zu stellen, auch die eigenen Voraussetzungen immer wieder zu befragen. Dieses Denkmal, von dem da die Rede ist, ist das auch etwas, was ein Stück Geschichte oder Geschichtsverklärung gerade rücken soll? Sicherlich schon. Also es ist ein bisschen paradox, dass man etwas erzählt, was man vielleicht auch selbst ganz gern lesen würde und trotzdem auch die Teilstrecke so einer, ich sage jetzt mal, monokausalen Erzählung gleichzeitig versucht offen zu legen. Also es ging mir eben nicht nur um die Geschichte, sondern auch, warum wird sowas erzählt? Und dieser Schulze scheint ja jemand zu sein, der eben in Berlin lebt und dann aber so ein
Ich möchte eigentlich gerne das, was früher war, meine jetzige Welt miteinander versöhnen, irgendwie in Einklang miteinander bringen. Nicht, dass da hat eigentlich vorher da auch gar nicht so eine Spaltung empfunden, aber merkte man, hat also mit seinen alten Freunden, auch eben gerade mit dem Corvini, kaum noch oder keinen Kontakt mehr und möchte das so zusammenbringen. Möchte sich eigentlich durch diese Erzählung dann eigentlich auch wieder im Osten ja, beheimaten. Und gibt sich, indem er über Pauline erzählt, auch selbst eine Art Genealogie oder ein Herkommen. Also es ist schon auch so eine Selbst- oder soll eine Selbstvergewisserung sein, da er aber um eine Frau kämpft, die zwischen Pauline und ihm steht, hat es auch noch etwas mit so einem anderen Dreh, dass er natürlich auch durchaus kritisch auf diesen Pauline gucken will und auch froh ist, wenn er an ihm etwas entdeckt, was wiederum eigentlich seiner eigenen Intention entgegen Heldendichtung, wo er denkt, ja, hier ist er dann doch ein bisschen Filme gewesen. Also wenn man genau liest, glaube ich, findet man die Dinge und Pauline ist ja auch jemand, der sehr gerne auch offenbar für sich arbeiten, wie insbesondere Frauen. Und an der Stelle greife ich nochmal das Wort von vorhin auf mit den Überraschungen. Es überrascht ja durchaus, dass diese Frau, Lisa, die Verbindung zwischen Paulini und dem Ich-Erzähler Schulze ist und auch die Verbindung zwischen dem neuen, weltoffenen Autoren in Berlin, der ja gefeiert wird, und dem inzwischen sehr zurückgezogen lebenden Norbert Paulini in der Sächsischen Schweiz. Diese Liebesgeschichte, die dann auch noch tragisch endet, ist das eine zusätzliche Ebene, die der Autor Ingo Schulze reinbauen wollte? Ja, ich brauchte natürlich einen unmittelbaren Grund, warum er jetzt nach Dresden zurück will. Also warum es eigentlich so ein Versuch einer Rückkehr nach Dresden ist. Und da Frauen bisher in der Erzählung auch so wenig eine Rolle spielten, fand ich das wichtig. Wir sind ja oftmals auch viel entschiedener und andererseits auch irgendwie offener in verschiedene Richtungen, vielleicht auch irgendwie sozialer. Im Einzelfall spielt das natürlich immer spielt das keine Rolle, aber sonst so von meinem Erleben ist das schon meistens so. Und also ich schreibe gerne Liebesgeschichten, auch wenn die vielleicht ein bisschen eine harsche Liebesgeschichte ist. Aus dieser Binnenerzählung um Norbert Paulini, den Antiquar, den Büchermenschen und die Verquickung über diverse Liebesgeschichten kommen wir dann aus dem zweiten Teil in einen dritten Teil, Ingo Schulze. Dessen Ausgang will ich jetzt nicht verraten. Wir wollen ja auch Lust machen auf das Lesen dieses Buches. Aber da taucht dann noch eine neue Figur auf, die das Ganze quasi aus einer dritten, aus einer äußeren Perspektive betrachtet und auch eine Art Selbstvergewisserung betreibt. Ist das für den Autoren gewesen nochmal so eine Art Selbstvergewisserung, wie die ganze Geschichte von außen betrachtet werden kann? Ich muss sagen, dass sich das für mich gar nicht anders erzählen ließ. Also ich hatte nicht vor, drei Teile zu schreiben. Also ach, soll das nur die Novelle sein? Dann merkte ich, ich brauche diesen zweiten Teil, diese Relativierung. Und dann wollte ich diesem Schulze nicht das letzte Wort geben, sondern ihn nochmal von außen zeigen. Und für mich hat sich das eigentlich in gewisser Weise ganz organisch ergeben aus dem Schreibvorgang, aus dem Versuch, eine Balance, eine Gerechtigkeit herzustellen und eben auch noch eine andere Erfahrung reinzubringen, die jetzt von außerhalb Deutschlands, aber durchaus eine europäische Erfahrung ist, aus unserer Zeit, also jemanden aus Sarajevo, der so eine Belagerung erlebt hat und erlebt hat, wie in Bibliotheken mit wichtigsten Handschriften in Flammen aufgegangen ist, wodurch eben so eine Lebensgrundlage zerstört worden ist, im Geistigen, aber natürlich erstmal auch im Materiellen und der nach Büchern sucht. Und diese Figur einzuführen war mir wichtig und auch noch den Blick von außen, wobei natürlich diese Lektorin auch erstmal jemand ist, die ganz egal, was passiert, Hauptsache wir bringen das Produktbuch irgendwie dann doch noch möglichst gut raus. Wir immer sagen, ja, wie kann man denn das und das und das jetzt noch integrieren, auch wenn das nicht geplant war. Also die hat schon auch was sehr Pragmatisches. Verfängt sich dann aber in einem Verdacht, den wir eigentlich gar nicht haben. Und an der Stelle taucht denn der Begriff
vom rechtschaffenen Mörder, von den rechtschaffenen Mördern immer wieder auf. Sie findet keine Antwort darauf, sie geht skeptisch aus der Geschichte und so skeptisch sollen auch die Leserinnen und Leser aus der Geschichte gehen, Ingo Schulze? Ja, also ich wurde jetzt mehrmals gefragt, wer ist denn nun der Mörder oder wer sind denn die Mörder? Und sagen, wenn ich das wüsste, dann hätte ich wahrscheinlich dieses Buch nicht geschrieben. Also man kann darüber nachdenken und das liegt an der eigenen Erfahrung, dass man selbst für wahrscheinlich hält, für möglich hält. Und das finde ich vielleicht ganz gut, dass man das dann nach dem Buch, dass das damit eben nicht erledigt ist, sondern man da weiterdenken kann, was ist eigentlich jetzt das Wahrscheinliche, wer war es und was hat das zur Folge und warum. Aber ich denke schon, dass das Buch an der richtigen Stelle aufhört. Da, wo das Buch aufhört, da sind wir ja fast in der Gegenwart angekommen. Die rechtschaffenen Mörder gehen bis fast ins Heute, nicht ganz ins Heute. Heute ist sowieso eine andere Zeit seit Beginn des Jahres weltweit plötzlich geworden. Eine Zeit, die voller Fragen ist. So haben wir das, glaube ich, alle noch nie erlebt. Mit diesen Fragen gehen wir auch aus diesem Buch raus. Das, was in diesem Buch vielleicht noch an raffiniertem Versteckspiel drinsteckt, wie weit Parallelen zu realen Figuren in Dresden und anderswo sind, dem gehen wir vielleicht dann bei der Fortsetzung unseres Gesprächs, wenn es hoffentlich live hier in Dresden in der Bibliothek stattfindet, am 5. Juni nach. Bis dahin wünsche ich alles Gute, Ingo Schulze. Vielen Dank für das Gespräch und beste Gesundheit. Vielen Dank und ich hoffe so sehr, dass es am 5. Juni dazu kommt. Vielen Dank.